Der bisher letzte Neuzugang an Bord der Kogge wurde von unserem sportlichen Leiter Uwe Fester wie folgt beschrieben. Er ist ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler mit Zweit- und Drittliga-Erfahrung, hat seine Qualitäten in den letzten Jahren bereits unter Beweis gestellt und er kann unserer Mannschaft sofort weiterhelfen. Herzlich willkommen an Bord der Kogge, Dennis Danso Weidlich. Dankeschön. Wobei, jetzt habe ich glaube ich schon den ersten Fehler mit drin, weil normalerweise darf man deinen Vornamen doch nicht Dennis aussprechen, sondern eher Dennis, weil nur ein N mit drin ist. Ist das korrekt? Das ist nicht Dennis, sondern wenn denn, richtig, Dennis. 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 Aber das ist so ein bisschen Englisch. Ja. Weil das mit einem ist einfach so, also ich habe auch meine Mutter gefragt, ich glaube, das Doppel-N ist einfach nur im Deutschen. Ja. Aber sonst nimmt man, mein Name wird Dennis ausgesprochen. Also wie im Türkischen eigentlich auch. Ja. Dennis, nur das im Türkischen mit Z am Ende, aber bei mir mit S. Ach, ja, daher kommt das, genau. Und dieses Dennis mit einem N ist eine Ableitung, ich habe es gestern nochmal nachgelesen, weil es mir so ungewöhnlich vorkam, ist ursprünglich auf Dionysos, Gott des Weines. Wobei Gott des Weines und Fußball, das lassen wir mal lieber gleich. Was ich aber gelesen habe, zweiter Vorname, Danso, und da legst du ziemlich großen Wert drauf. Warum? Ja, weil das einfach dieses Afrikanische wieder abbildet bei mir. In dem Sinne, man hört immer Dennis Weidlich. Wenn man mich nicht sieht, denkt man, ja, ist ein Deutscher. Dann kommt mich und denkt sich, oh, was ist denn jetzt hier los? Ja? Und durch dieses Danso ist mir es einfach wichtig, dass man weiß, okay, Dennis Danso Weidlich. Oh, es kann eine ausländische Herkunft sein. Mhm. Und dann ist man auch nicht gleich so überrascht, wenn man mich sieht. Wie bei Wohnungssuchen oder egal was. Ne? Am Telefon hört sich das immer alles so gut an. Und wenn man dann die Person trifft, Weidlich? Ja, das bin ich schon. Ne? Und deswegen, also, und es ist auch sehr wichtig für mich, weil mein Vater mich nach seinem Bruder benannt hat. Der war der erste wirklich Sportler in der Familie. War kein Fußballer, Leichtathletik hat er gemacht. Ja. Und bei mir haben sie früh erkannt, irgendwie, dass ich auch sehr erfolgreich bin im Sport und sehr intensiv mich auch um Fußball irgendwie von vornherein schon irgendwie gekümmert habe. Und dann haben sie gesagt, ja, das wird der zweite Danso. Mhm. Ja. Und aber man merkt schon so und hört schon so raus, also diese ghanaischen Wurzeln, da bist du schon stolz drauf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das verberge ich definitiv nicht. Man sieht es auch bei den Spielen. Ich habe auch immer einen kleinen Wappen, so ein Bandana, ist aus Ghana, ist Ghana-Wappen drauf. Ja. Und so wie eine Art Glücksbringer. Ist nicht Glücksbringer. Ich will einfach nur den Leuten, die aus Ghana kommen und die auch zum Beispiel Fußball verfolgen, wie zum Beispiel Hansa Rostock, denen einfach zeigen, oh, es ist jemand aus Ghana auch in Hansa Rostock, der da spielt. Ja, und die Ghana, die sehen das schon und die erkennen das und sagen, da zeigt er seinen Nationalstolz dann auch mit. In einem Interview mit topafric.com habe ich eine sehr gut aussehende junge Journalistin gesehen, die aber, glaube ich, nicht so viel Ahnung vom Fußball hatte. Ich möchte ihr aber nichts unterstellen. Hm. Und da hast du in dem Interview gesagt, wenn du dich entscheiden dürftest, dann würdest du lieber für die ghanaische Nationalmannschaft auflaufen als für die deutsche. Ist das noch so oder hast du das nur ihr zuliebe da gesagt? Nee, das ist immer noch so, aber auch gar nicht irgendwie böse gemeint, in dem Sinne, dass sie nicht für Deutschland spielen würde. Das ist einfach so, das ist ein Kindheitstraum. Und man muss einfach miterleben, wie die Leute sich freuen und wie stolz sie auf die Spieler sind, wenn sie ein Spiel bestreiten, wieder zurückkommen und mit der ganzen Nation feiert über ein Spiel. Und das fand ich einfach so toll. Und meine Mutter, ich glaube, für sie wäre es auch super, wenn sie einfach sieht, dass ich ein Trikot mit Ghana-Wappen drauf habe. Na gut, schauen wir mal. Man ist ja schon im höheren Fußballalter, ob das denn nochmal was werden kann da. Ja, ist alles möglich. Ja. Du bist 1986 in Hamburg geboren und als 15-Jähriger dann nach London zum FC Arsenal gewechselt. Wenn man dann so hört, FC Arsenal London, wow, wie kommt man da hin? Ja, das kriegen aber, die Vorgeschichte ist auch eigentlich anders. Also es war so, dass ich HSV-Amateure war, danach dann nach Lüneburg gewechselt bin. Weil ich dachte, okay, vielleicht kann ich da auch nochmal irgendwie was schaffen. B-Regionalliga war das derzeit. Es wurde viel versprochen, aber nicht eingehalten. Und so hat mein Vater gedacht, okay, er sieht irgendwie nichts Gutes dabei und er schickt mich dann zu meiner Cousine nach England, damit ich da zur Schule gehe und dann einfach was Neues starte. Weil er dachte, jetzt sind wir schon sehr lange hier in Deutschland gewesen, jetzt Fußball gespielt und jetzt war man beim HSV, aber man hat den Durchbruch dann letztendlich doch nicht geschafft irgendwie. Und er will dann mit mir neu anfangen und ich soll am besten nach England, raus aus Deutschland.
Und dann wurde ich über die Fußballschule von einem Scout entdeckt. Und so kam es zustande, dass ich dann unter Arsene Wenger dann mal auch trainieren durfte. Und mit Cesc Fabregas zusammengespielt da? Gespielt nicht. Das war in dem Sinne so, dass er in der Phase gerade verpflichtet worden ist. Und ich war in der Kabine und da wurde gemunkelt, ja, ist wieder ein neuer Spieler gekommen aus Spanien, hin und her. Und ist schon lustig, wenn man dann überlegt, dass man da über einen Cesc gesprochen hat. Ja, bestimmt kann er nichts. Ja. Und ja. Wie man das so als junger Bursche dann macht. Ne? Und ja, und das war auch das entscheidende Problem in dem Sinne. Dann haben die Offiziellen mir auch da gesagt, dass sie jetzt schon anfangen, Jugendliche zu kaufen für eine bestimmte Summe. Und die sehen in mir noch nicht dieses Fortgeschrittene, also dieses 100% Professionelle. Und ich müsste noch viel an mir arbeiten. Und die haben einfach die Zeit nicht dafür. Und deswegen würden sie mich an andere Mannschaften empfehlen, was denn in der Zeit Wimbledon war. Ja, oder Southall United dann oder eine Weile. Hat dann sozusagen Arsenal gesagt, geh mal dahin oder hast du den Verein selber gesucht oder wie ist das? Southall United habe ich dann selber beim Kontakt, also über einen Berater, der hat mir das dann da empfohlen, weil er dann auch mitbekommen hat, oh, der kam jetzt aus der Academy und das kann ja kein schlechter sein. Und ich kümmere mich mal um den, weil ich dann letztendlich keinen hatte da. Und dann dachte er, okay, dann greife ich ihm mal unter den Arm und helfe den Jungen mal. 2006 bist du ja dann zurück nach Deutschland gekommen. So im Nachhinein, was hat dir England gebracht? Was hast du daher mitgenommen, so für dich? Erfahrung, in dem Sinne zu sehen, dass nicht nur Deutschland eigentlich schön ist und dass man in Deutschland Spaß haben kann, sondern auch überall anders. Also in England kannte ich vorher nicht so doll. Und wo ich dann da war, habe ich erst gesehen, wie schön England wirklich ist und die Sprache auch irgendwie weiterhilft, weil Englisch ist ja natürlich eine Weltsprache. Ich habe die davor nicht so gut beherrscht und durch die Schule und alles und auch Freunde, die ich dann kennengelernt habe, dachte ich schon, also das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert und also ich habe es nicht bereut. Paul Beinlich, hier in Rostock ja auch lange Zeit aktiv, der hat über die England-Zeit gesagt, ich habe zwar den Durchbruch da nicht geschafft, aber was ich gelernt habe, war die Härte. Die Härte der Spielweise, was mir hier zugute gekommen ist, weil da wird eben doch mal ein bisschen herzhafter zugepackt. Ja, das stimmt schon. Ne? Also wenn man das englische Spiel beobachtet, werden kleine Dinger wie in Deutschland hier nicht gepfiffen. Man wird auch gleich von Anfang an geschult, irgendwie immer auf den Beinen zu stehen, egal was passiert. Den Ball versuchen immer zu verteidigen. Es sei denn, es kommt einer angegrätscht und bricht dir das Schienbein. Dann lässt du dich fallen. Dann, ne? Ist, ja, dann ist auch dann vorbei. Lässt du dich fallen, dann zu Recht. Ja. Ja, aber sonst heißt das eigentlich immer kämpfen. Also es war auch so wie im Straßenfußball da, auf den Straßen, im Käfig. Da ging es auch einfach nur übers Leben. Also man hat um irgendwas gespielt. Und da ging es auch nicht darum, wenn man jetzt liegt, dann pfeift einer Foul, da hat man gespielt, dann ja, bis jemand geblutet hat. Ne? Hauptsache, man hat das Spiel letztendlich gewonnen. Krass, das ist natürlich eine Einstellung, ja. Über die Station Wilhelmshaven und Babelsberg bist du dann zu Rot-Weiß Erfurt gekommen. Und da habe ich noch so auch Sportberichte in Erinnerung. Ein oder zwei Spieler, Rot-Weiß Erfurt gegen Carl Zeiss Jena. Und Dennis dann so weitlich macht entscheidende Tore und ist der Held der Menge. Ja, das war lustig alles. Also ich fange mal so an, das hat so angefangen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich nach Erfurt ziehen sollte. Man weiß ja, Osten und diese Sachen. Letztendlich ist das ja die Landeshauptstadt Thürings. Ich habe mich gleich eingelebt da. Und das war auch für mich das erste Mal, dass ich auch richtig unter so einer Kulisse, weil Erfurt ist auch, die Region an sich ist auch sehr fußballverrückt. Und die stehen auch alle hinterm Verein. Und dann kam dieses Derby und ich habe nur mal davon erzählt bekommen, dass es, ja, Glasgow kannst du vergleichen, ja, alles. Und ich dachte, ja, okay, passen wir auf, gucken wir mal. Und das war so ein komischer Tag. Ja, ich weiß nicht, es hat angefangen zu regnen, Derby-Tag eben. Dann kam ich rein und ich dachte mir so, ja, wenn du jetzt das Tor machst, was passiert? Ich habe die ganze Zeit während dem Spiel auch überlegt, was passiert, wenn du jetzt das Tor machst, was machst du? Dann mache ich auf, dann kommt die Situation, ich schieße das Tor und dann hat mich einfach nur mein Körper hat mich getragen. Dann bin ich eine halbe Runde über die ganze Tatanbahn, habe das Trikot fallen lassen vor der Jena-Kurve und bin dann einmal rüber zur Erfurt-Kurve. Und ja. Und alles brüllt dann so, dann so. Genau. Das ist schon, zumindest ist man bei den Erfurtern ist man der Held auf Jahre da, ja, wenn man sowas macht. Das erste Mal live gesehen habe ich dich
Am 22. Januar 2011, und ich weiß das so genau, weil das war die Geburtsstunde unseres Hansa-Fan-Radios, quasi der Grundstein von allem, was wir hier auch mitmachen. Für uns 3:0 haben wir gewonnen und für uns eine Riesensache, für Erfurt damals nicht so schön. Aber es ist wahrscheinlich zu lange her, als dass du dich an so ein einzelnes Spiel hier erinnerst an der Ostseeküste. Nee, ich erinnere mich schon dran, weil ich da auch sehr schlimme Begegnungen mit Pelzer hatte. Komisch. Also jeder, der gegen Hansa gespielt hat, sagt, also an Pelle erinnere ich mich. Ja. Ich habe immer noch eine, glaube ich, eine kleine Narbe. Spielt englischen Fußball, ne? Also. Ja, es war schon sehr, sehr, sehr aggressiv, das Spiel gegen ihn. Und ja, aber sonst, ich kann mich noch an das Spiel erinnern. Das war so echt ein Spiel. Wir haben echt dumme Fehler gemacht. Derzeit war ja auch Mohamed Latay, glaube ich, noch hier. Also Rostock war derzeit sehr stark. Wir eigentlich auch. Wir haben auch gedacht, dass wir kommen und vielleicht einen Punkt mitnehmen und alles. Aber man hat ja gesehen, durch die Kulisse und alles war Rostock einfach von der ersten Minute da, wir nicht. Und ja, so wurden wir auch bestraft derzeit. Und das wird die Saison hoffentlich zumindest für Rostock auch wieder so werden. Franz Gerber, sportlicher Leiter, zumindest damals in Regensburg, hat dich dann nach Regensburg geholt und du warst wieder einen Schritt weiter. Schon damals, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier so drüber sprechen können, wurde dein Name zumindest unter uns Fans immer so als heißes Gerücht gehandelt. Na, vielleicht könnte der Weidlich und so kommen. War da was dran? War das schon mal eine Option, Hansa, oder war das einfach nur ein dummes Gerücht? Doch, das stimmt schon. Das war schon eine Option. Aber zweite Liga, die lockt natürlich, will natürlich man auch. Man will ja weiterkommen und höher kommen. Ne? Ganz genau. Also, und ich bin auch so mit Herrn Weidlich auseinandergegangen, dass ich gesagt habe, also es ist jetzt einfach nicht so, dass ich den Verein nicht mag. Ich weiß viel über Rostock Bescheid, durch Pagelsdorf natürlich, der für mich einfach immer ein Star-Trainer war, weil ich in der Jugend war und er war in der ersten Mannschaft beim Hamburger Sportverein. Hatte bis dato eigentlich für mich immer noch eine der besten Mannschaften, die HSV je hatte. Und dann dachte ich mir, wenn so ein Trainer denn hier hinkommt, nicht umsonst. Ne? Und es waren ja viele andere Spieler auch danach hier. Und dann dachte ich mir, ja, okay, das reicht schon. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich jetzt einen Schritt in die zweite Liga machen muss. Den muss man ja, denke ich, auch versuchen. Ja. Aber siehst du, Pagel als Wegbereiter für Dennis dann so weitlich hier nach Rostock letztlich. Wo spielt dein Bruder Kevin aktuell? Der hat ja mal in Hamburg und dann auch Sylt gespielt. Spielt er noch Fußball? Der hat auch gegen euch, glaube ich, noch gespielt jetzt im Pokal. Neustrelitz hat er gespielt. Ah ja, okay, stimmt. Ja, genau. Aber jetzt aktuell ist er auch auf Vereinssuche, weil er da nicht mehr spielen möchte, Neustrelitz. Und deswegen, also aktuell sucht er noch. Ja, Neustrelitz, die Stadt habe ich erstmal aus meinem Gedächtnis gestrichen. Das möchte ich auch nicht mehr dran erinnert werden. Da kenne ich keinen Spieler mehr. Wo wir schon bei Familie sind, du hast eine Freundin, Tracy, oder Frau? Frau inzwischen. Und ein Sohn, Lovelace? Ja. Korrekt? Ja. Wie alt ist dein Sohn jetzt? Der wird im Januar 2. 2 Jahre. Und sind die beiden schon hier in Rostock oder kommen sie noch hierher? Oder? Ja, die kommen noch. Die werden noch kommen. Ich bin momentan immer noch auf Suche. Aber sobald ich das Richtige gefunden habe, das Passende, würden sie dazu stoßen. Also eine schicke Dreiraumwohnung, wenn irgendjemand zu Hause einen Tipp hat, dann bitte auch an uns. Ja, eine 4, weil ich. Eine 4-Raumwohnung. Ja, weil ich schon einen zweiten bekommen habe. Tatsächlich, siehst du, das war nicht zu finden im Internet. Einen zweiten und Name, wenn wir das denn wissen dürfen? Aiden Danso. Aiden Danso. Gut, also 2 zukünftige Fußballspieler hier an der Ostseeküste. Wenn die wollen. Wenn die wollen. Uwe Fester hat gesagt, Lieblingsposition, Mittelfeld, flexibel einsetzbar. Aber was genau ist deine Lieblingsposition, wenn du es dir aussuchen könntest? Welcher Punkt auf dem Feld? Das fragen mich immer viele Leute. Ich habe keine Lieblingsposition. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ich einfach Mitspieler mit mir habe, mit denen ich spielen kann. Dann ist das mir auch egal, wo ich spiele. Fakt ist einfach, ich mag das schnelle Spiel nach vorne. Ich mag das Einsetzen. In dem Sinne, man setzt meine Fähigkeiten ein, die Schnelligkeit, im Raum spielen. Und deswegen habe ich eigentlich ehrlich keine Lieblingsposition. Vorbild habe ich gelesen, Abedi Pelé. Ja. Richtig? Das ist auch nach wie vor so. Genau. Warum der? Ja, ist einfach ein. Gott nehme ich nicht im Mund, aber es ist einfach für jeden Jungen aus Ghana. Jetzt habe ich heute auch mit Alex noch gesprochen. Der kennt ihn auch noch aus der Marseille-Zeit in Frankreich. Also ist einer, der hat einfach. Der gehört einfach zu den Spielern, man redet nicht mehr über die. Ich finde es auch sehr traurig, dass er gehört auch zu den Weltspielern, also vor Jahrzehnten. Was er alles geleistet hat für Ghana, hat natürlich keine Weltmeisterschaft oder irgendwas geholt, aber wurde 4-mal Spieler des Jahres, also in Afrika.
Und er ist einfach, also wie er Fußball gespielt hat, war einfach faszinierend. Mhm. Und deswegen. Deswegen ist er es. Jetzt nur der Wechsel von Regensburg nach Rostock. Warum Hansa? Warum jetzt Hansa Rostock? Ja, weil ich mir dachte, ich war ja schon mal hier, habe mir das alles angeguckt und war eigentlich sehr optimistisch. Dachte mir, ja, das ist eigentlich auf jeden Fall eine Station, wo ich mal spielen würde. Und dann kamen jetzt Angebote rein, aber ich dachte mir, wenn Hansa jetzt nochmal anklopft, dann haue ich diesmal die Tür nicht zu, ja, sondern komme auf jeden Fall hierher. Weil ich mir dachte, na klar habe ich Anrufe bekommen, oh, bist du dir sicher mit Hansa Rostock hin und her, aber ich dachte mir, ich war schon in Erfurt und deswegen, also ich kenne es, also natürlich weiß man, wie manche Fans ticken und alles, aber für mich war einfach wichtig, ich habe mir die Mannschaft auch angeguckt, das ist eine sehr starke Mannschaft und dann dachte ich, ich will auf jeden Fall herkommen und natürlich dabei helfen, was Neues zu starten oder was Gutes zu erreichen. Sehr starke Mannschaft, sagst du. Was können wir so dieser Mannschaft zutrauen? Mittelfeldplatz, einstelliger Tabellenplatz, noch ein bisschen mehr? Oder magst du dich da nicht festlegen? Dazu sage ich gar nichts. Man sieht einfach am Ende der Saison, wo wir stehen. Aber ich sag mal, wir sind sehr, sehr, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Eine sehr starke Mannschaft, individuell und auch als Mannschaft. Also, das, man soll uns auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ganz genau. Sehr schön, das hören wir natürlich gerne. Wie rufen die Jungs dich auf dem Feld? Ich habe zwei verschiedene Versionen gelesen. Danso oder Didi oder was ist richtig? Ja, das Problem ist, wenn man jetzt auch meine Freunde fragt, jeder hat, glaube ich, seinen Spezialnamen, wie er mich ruft. Aber zum Beispiel, jetzt war es so die letzten Jahre, man hat mich immer Danso genannt. Mhm. Danso. Oder jetzt hier zum Beispiel, manche nennen mich auch Didi. Mhm. Aber so sonst, also manche nennen mich auch Dan. Also ich glaube alles. Egal, wenn einer irgendwas ja, nee, mit D ruft, dann drehst du dich um. Aber sonst zum Beispiel ist dann so Dan oder Didi. Also darauf, ja. So Dan ist eigentlich gar nicht. Okay. Persönliches Ziel, Stammplatz. Kann man das so umreißen? So für dich? Ah, nicht wirklich. Letztendlich, ich muss mir selber Ziele setzen und Stammplatz ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist natürlich, dass wir sehr erfolgreich hier die Saison so abschließen, so gut wie möglich. Mhm. Was aus meinem Stammplatz wird, wird man sehen. Also das hat alles einfach nur, das liegt an mir selber und auch einfach an alles drum und dran. Ne? Also ich bin hergekommen, um dem Verein, die Mannschaft zu helfen. Ob ich jetzt von Anfang an spiele oder vielleicht später, Hauptsache ich bin fit, gesund und kann der Mannschaft weiterhelfen, egal wann ich reinkomme. Sehr schöner Teamplayer-Gedanke. Wenn wir am Mittwoch, 4. September, im Flutlichtspiel auf Regensburg treffen, besonderes Spiel oder Spiel wie jedes andere für dich? Jedes andere, auf jeden Fall, weil letztendlich für mich zählt denn nur auch da, dass wir die 3 Punkte zu Hause lassen, nichts anderes. Okay. Im Regensburger Vereins-TV jetzt so abschließend wurde gesagt, dass die sich vorstellen können, nach deiner Fußballkarriere wirst du Fernsehmoderator. Ist das nur eine Spinnerei oder ist da was dran? Ja, ich hatte im Trainingslager mal so ein kleines Off-Joke. Ich mache gerne Jokes. Hier, die Mannschaft hat es noch nicht so gesehen, aber ich bin so einer, wenn ich ein bisschen lockerer werde, so, also crack ich schon manchmal ein paar Jokes. Ich nehme auch manchmal einfach, mache Interviews mit ein paar Leuten einfach so. Und ja, deswegen haben die dann zu mir gesagt, ja, irgendwann mal, wenn du willst. Dann dachte ich, kein Problem. Dennis Danso, du bist unser Mann hier. Also für spontane Mikrofonaktionen und so besonders nach Siegen natürlich, macht sich am besten, sind wir immer zu haben. Prima. So, zum Abschluss bitte ich dich noch einmal ein Match vorbereitetes Trikot, ich halte das mal hier rein, ja, ich habe Beziehung zum Verein, zu signieren. Okay. Das wollen wir, habe ich jetzt hier mein Stift hingelegt. So, ich bin super vorbereitet, wie du siehst, ja. Ich gebe dir das schon einmal für das Signieren. Das möchten wir zugunsten des Blindenradios des FC Hansa Rostock versteigern. Blindenradio, für alle, die das zu Hause noch nicht so wissen, sind zwei verrückte Typen. Thomas Weggen und Sven Gede, die für Menschen mit Sehbehinderung die Heimspiele live aus dem Stadion moderieren. Und die Technik ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, benötigt ein Update. Und deswegen hier von unserer Seite aus die Unterstützung. Jungs, ihr macht das klasse, ihr seid Hansa. So, Dennis Danso hat signiert, ich bedanke mich. Und zum Abschluss, ich muss noch mal gucken, Danso, Name ghanaischen Ursprungs, bedeutet einer, dem man vertrauen kann. Ich kann nur sagen, ich vertraue dir, dass du dir für die Kogge den Arsch aufreißt, den Hintern aufreißt und dass wir hier noch viele erfolgreiche Interviews führen. Entweder ich mit dir oder du mit mir. Also du darfst jederzeit dir das Mikrofon schnappen. Okay. Ich danke dir. Hier.